Wie geht es bei Ihnen im Moment beruflich weiter? Ist es ja so ein bisschen Veränderungen stehen an, kann man das so sagen? Ja gut, da kann man drüber spekulieren. Also mit Luftveränderung bei Berlin United und was weiß ich nicht, alles was da hochkam, komme ich nicht mit konform, weil ich habe, glaube ich, in 3 Jahren bin ich 2-mal aufgestiegen und ich kann mir in dem Sinne auch nichts vorwerfen lassen, warum und wieso jetzt halt die Entscheidung so gefallen ist. Aber ich denke mal, das wird oder nimmt so langsam einen Trend an. In der Bundesliga werden Trainer gefeuert, die erfolgreich sind, jetzt hier auch schon im Amateurbereich. Wie gesagt, also ich bin jemand, der gerne auf dem Fußballplatz steht und das ist das Einzige, was ich gerne möchte. Ja. Heute auch. Wie machen Sie das? Die Hitze ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Wie sind Sie gewappnet? Ja, wir haben ja Christoph Daum. Wäre nicht Christoph Daum, wenn er einen Plan hätte. Also wir versuchen so oft wie möglich zu wechseln, dass jeder mal zum Einsatz kommt, dass jeder auch seine gewisse Pause hat, sodass alle, wie gesagt, Spaß haben hier in den 90 Minuten. Und das ist, wie gesagt, das, was der Christoph jetzt als Vorbereitung zu uns gesagt hat, dass jeder kommt zum Spielen und jeder hat seine Pause und das ist das Wichtigste. Dankeschön. Alles klar.